Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin heute bei Frank Scheible, Routen- und Rollenreparatur an der Ostsee. Genau, im wunderschönen Schönberg. Schön, dass du hier bist. Und ich habe mitgebracht eine Arias, die ist schon ein paar Jahre alt, also 5-6 Jahre würde ich mal sagen. Viel benutzt und wirklich viel gedreht, einfach beim UL-Angeln, wie das ist, Spoon immer wieder raus, immer wieder rein. Ich möchte einmal machen lassen eine Inspektion. Ja. Das habe ich ja neulich schon mal bei einer anderen Rolle machen lassen. Und zum Zweiten hattest du gesagt, man kann auch noch mal ein paar Verbesserungen machen. Genau. Wir können mal gucken, dass wir die Bremse mal inspizieren und eventuell die vorhandenen Scheiben gegen Teflonscheiben auswechseln, ja. Weil wir damit einen feinfühligeren Abzug der Bremse hinkriegen. Ja. Wir können die Kugellager mal überprüfen. Die standardmäßigen Kugellager gegen Präzisionskugellager für einen weicheren, genaueren Lauf austesten. Und im Vorfeld habe ich mir die Rolle angeguckt. Die hat ein bisschen axiales Spiel in der Kugel. Ja, da, in dem Bereich. Genau, und da gucken wir uns einmal, ob wir da mit einer Passscheibe das Spiel noch wegkriegen. Dann würde ich sagen, lass uns in den Keller gehen und einfach mal das machen. Dann fangen wir mal an. Da sind wir jetzt. Ich nehme die Rolle jetzt auseinander, werde sie zerlegen, reinigen, warten, entfetten. Wie das Ganze läuft, könnt ihr euch hier oben in dem Video angucken. Und am Ende des Videos haben wir auch noch mal einen Link. Ne? Könnt ihr euch angucken. Auf jeden Fall interessant. Bei einer normalen Wartung wird die Rolle völlig auseinandergenommen, komplett gereinigt. Die einzelnen Teile werden auf Beschädigung geprüft, mit neuen Schmierstoffen versehen und wieder zusammengebaut. Die einzelnen Schritte schenke ich mir hier, da es darüber schon ein Video gibt. Hier soll es nur um mögliche Tuning-Maßnahmen und Verbesserungen gehen. Das ist die Abdeckkappe von der Arias und oben an den Ecken und im Innenbereich sieht man, dass Regenwasser oder Spritzwasser vom Angeln bereits mit den Schmierstoffen reagiert hat und da bildet sich so ein ganz leichter Grünspanfilm. Das ist nicht weiter schlimm, mit einer kleinen Drahtbürste kriegen wir das auch wieder weg und das sieht nachher wieder aus wie neu. Alle Teile werden mit Bremsenreiniger grob vorgereinigt und kommen dann ins Ultraschallbad. Jetzt haben wir den Knopf abgebaut, das gehört bei mir zur Wartung immer mit dazu. Und wir haben jetzt eine Kunststoff-Distanzbuchse anstelle eines Kugellagers eingebaut. Diese werden wir im Rahmen des Tunings gleich gegen ein Kugellager ersetzen und damit noch einen reibungsärmeren Lauf des Knopfs hinkriegen. Hier haben wir jetzt das Hauptzahnrad der Arias im gereinigten Zustand nach dem Ultraschallbad. Michael hat gesagt, er hat die Rolle viele Jahre gefischt. Wir haben keinerlei Verschleißerscheinung an diesem Zahnrad und auch diese Rolle wird noch ganz viele Fische bringen und ganz lange Zeit am Wasser. Richtig toll, also bin ich echt begeistert von. Hier ist ein Kugellager vom Hauptzahnrad. Das haben wir jetzt festgestellt, dass es rau läuft. Wenn man jetzt die Maße für dieses Kugellager ermitteln möchte, ist so ein digitaler Messschieber ganz praktisch. Und zwar fängt man an, in der Mitte das Maß zu nehmen. Das sind 7 mm. Dann nimmt man das Außenmaß. Das sind 14. Und wir nehmen die Stärke mit 5 mm. Und dann wissen wir, welches Ersatzkugellager wir brauchen. Hier ist das nächste Kugellager. Das ist ein Präzisionslager, sehr leicht vom Lauf. Das kommt hier jetzt oben auf das Hauptzahnrad drauf. Da nehme ich jetzt einmal den Pinsel und trenne das.
und mit ein bisschen weiterem Schmierstoff streiche ich das Kugellager von oben ein und die Seiten. Und jetzt kann es montiert werden. Jetzt sitzt es und jetzt kriegt es von der anderen Außenseite auch noch mal einen dünnen Schmierfilm. Und das genügt. Jetzt kommt die Teflonscheibe als Ersatz für die Filzscheibe. Dass die einen anderen Außendurchmesser hat, ist nicht so schlimm. Die Bremskraft wird die gleiche sein und wahrscheinlich besser. Aber auch diese Scheiben werden ganz dünn mit Fett eingerieben. Von beiden Seiten. Das langt schon. Das ist wieder ein wasserfestes. Das ist tatsächlich sogar ein seewasserbeständiges Fett, was wir hier benutzen. Damit kann man denn, wenn man das denn möchte, auch mit dieser kleinen Rolle an der See fischen. Die wird einfach eingelegt. Die andere Druckplatte kommt von oben gegen. Und die Feder wird eingesetzt. Finger draufhalten, die springen echt weit. Und fertig sind wir. Jetzt montieren wir die wieder. Kontrollieren einmal das Klacken. Und wir haben mit jedem Klick eine Veränderung. Faszinierend. Fertig. Ja, sehr schön. Das ist wirklich ein riesengroßer Unterschied. Ja, die Kugellager bringen eine Menge. Ja. Wir haben eben einmal die Bremse getestet. Selbst bei fast vollständig zugedrehter Bremse kann die Schnur noch ganz fein ablaufen und ich kann durch diese Teflon-Bremsscheibe einen Schnurbruch minimieren. Ja, also das, ja, das ist die eine Sache, die Bremse, die wirklich einfach feiner läuft. Ich hatte gedacht, man braucht jetzt weniger Klicks, aber eigentlich braucht man mehr Klicks. Das heißt, man kann sie eigentlich feiner einstellen als vorher. Und dieses Teflon-Material ist, denke ich, ein bisschen geschmeidiger einfach Ja, läuft weicher. Läuft weicher an, ja. Wir haben geringeren Reibungswiderstand vom genau. Bremsverhalten her. Ja, aber was mich wirklich wundert, ist, dass wirklich das Laufverhalten noch ruhiger ist. Und das war ja vorher, das war ja nicht schlecht. Ja. Aber das ist jetzt noch mal besser. Und ich hatte ja so ein ganz leichtes Tickern drin, ja. Weil hier einfach ein ganz bisschen Spiel war. Da haben wir ja eine Scheibe eingesetzt, 0,03 mm. Ja. So. Und auch das ist einfach deutlich besser. Also ich bin begeistert, kann ich nicht anders sagen. Und das ist ja keine billige Rolle. Das ist eine Rolle, die wirklich toll läuft, ja. Normalerweise. Und aber, wie ich immer sage, das Bessere ist das guten Feind. Okay. So muss man es einfach sagen. Die Rolle war jetzt nun schon einige Jahre alt oder ist nach wie vor einige Jahre alt, 6-7 Jahre. Was kostet mich dieser Spaß jetzt? Wir haben jetzt auch hier wieder eine allgemeine Wartung für 35 Euro gehabt. Ja. Und die beiden Kugellager in Verbindung mit der Teflonscheibe wären jetzt noch einmal 1, 2, 3. Genau. 3. Kugellager wären 30 Euro extra mit der Teflonscheibe. Ja. Also 65 Euro. 65 Euro für einmal komplett durchchecken und deutlich aufgewertet. Ja, also die läuft besser als neu. Das muss man einfach mal. Also für 65 Euro kaufen sich andere Leute eine ganze Rolle. Hier habe ich jetzt quasi eine aufgewertete Rolle. Die läuft besser als neu. Und das ist ohnehin schon eine Rolle, die gut ist und die in allen Teilen halt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt habe ich praktisch sie noch mal verbessert sozusagen. Genau. Und ich kann die alte Rolle, für 65 Euro kriege ich überhaupt keine Rolle, die in dieser Klasse jetzt läuft. Nein. Da muss ich 250 Euro ausgeben. Genau, oder noch mehr. Oder noch mehr. Oder noch mehr. Ja.
Also das muss man einfach mal sagen. Bremse verbessert, Kugellager verbessert und das Spiel ist weg. Ja. Top. Also, wenn ihr ein Problem habt, er ist der richtige Mann. Ich helfe euch gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen und wünsche euch bis zum nächsten Mal jede Menge dicke Fische. Bis dann. Ciao. Petri Heil. Tschüss.